Ein Schornsteinfeger? Nein, ein Walter-Brettspiel. Aber er hat auch Kamine auf den Flügeln. Ja, nein, nicht ganz, nein. Er lebt im Wald. Und zwar so in lichten Wäldern. Auf Lichtungen? Ja. Und leider gibt es ja im Wald nicht so viele Blüten. Das heißt, sie trinken austretende Baumsäfte. Oder auch Säfte von Beeren. Und wenn sie gar nichts mehr finden, dann trinken sie auch aus Pfützen. Und dieser hier hat wahrscheinlich irgendeine feuchte Stelle gefunden. Ja, das sieht ganz nach einer Pfütze aus unter dem Stein. Ja. Sie sind je nach Alter verschieden stark gefärbt. Ja. Der eine war schon etwas verblasst. Hier unser nächster Schauspieler, das heißt, er ist Subunternehmer. Genau. Der Schmetterling hat ihm also beauftragt, unsere Gerätschaft zu reinigen. Und er macht das sehr gewissenhaft. Und ja, etwas langsam vielleicht. Also bei Pollen ist er schneller. Und es war die späte Großstirnschwebfliege. Gut, okay. Und das ist? Eine Haubenmeise. Ganz typisch an der Haube. Ja, die ist lustig, diese Haube. Ein kleiner Pönki. Und bei uns soll es etwa 100.000 Paare geben. Aber wir haben ihn nur einmal angetroffen. Wahrscheinlich sind sie sehr scheu. Ja, ja, und sie werden trotzdem in etwa 5 Jahre alt. Obwohl sie scheu sind. Gut. Und das ist die Schillerwanze. Genau. Und das ist also die Wanze. Sie hat den Wilhelm Tell geschrieben für die Schweizer Geschichte 1804. Und die Räuber, sie ist Philosoph und Historiker, Arzt, also großer Denker. Okay. Oder war das Friedrich Schiller? Ich denke, es war Friedrich Schiller, ja. Ah. Ich habe vermutet, dass diese Wanze eben, sie sieht auch irgendwie philosophisch aus. Ah, ja. Kann sein. Und jetzt denkt sie. Und vielleicht schreibt sie eine zweite Folge von Wilhelm Tell. Nein. Das ist eine verrückte Mixtur. Nein, sie heißt so. Warum? Weil sie schön glänzt und auf Deutsch heißt eigentlich Schiller schimmern oder glänzen. Aha. Ja, es gibt ja noch die Schillerlocke, glaube ich. Ja, die ist, glaube ich, blond oder gelb oder so irgendetwas. Ja. Und vielleicht dient es einfach auch zur Abwehr von Feinden, wenn das nachher so glänzt. Ja, dass sie verwirrt sind. Ja, oder vielleicht glänzen sie auch mehr zur Paarungszeit. Wir sehen auf jeden Fall, das Weibchen ist wieder größer und hat das Sagen. Ja, ja, er wird über das ganze Blatt gezogen. Ja. Und immer irgendwie liebevoll getätschelt. Naja, jetzt kommen wir zu unserem heutigen Zweitstar, oder? Hauptschauspieler, der Trauerrosenkäfer. Er trauert. Nein, sie sind einfach groß, diese Käfer. Sie können bis 12 mm groß werden. Also 1,2 cm. Ja. Ja.
Trauer wahrscheinlich, weil er schwarz und weiß trägt. Ja, das ist, hat sicher den Namen gegeben. Und sie haben eigentlich gerne ein wärmeres Klima. Sie kommen ursprünglich von Nordafrika. Und sind durch die Klimaerwärmung bei uns eingewandert. Ja, ist anzunehmen. Also wir haben sie vor etwa 10 Jahren zum ersten Mal gesehen bei uns. Ja, ich denke, ja. Ja, am Neuenburger See war das. Auf einer Distel, sehr beliebt. He? Ja, und ich denke, sogar bei uns sind sie geschützt, weil alle Rosenkäfer sind bei uns geschützt. Ja, geschützt, ja. Weil die Larven, die helfen bei der Kompostierung, sie zersetzen organisches Material. Ja. Und sind auch Bestäuber. He? Genau. Dieser hier, ich weiß nicht, ist das eine Dame oder ein Herr, hat seinen Flügel nicht richtig eingepackt. Er könnte also beim Karre noch in die Leere gehen, oder? Genau. Ja, das ist auch schwierig auf dieser Pflanze. Warum sie immer so schön auf der Distel herumkriechen, auf diesen Stacheln, wo es doch so viele Probleme gibt. Aber sie sind beliebt bei den Insekten, die Disteln. Ja. Sonst bei uns Menschen weniger, oder? Ja. Sie werden immer, wie schon erzählt, umgehauen. Was sehr schade ist, weil sie sind wirklich sehr gut für die Insekten. Hier sehen wir eine Fliege und die Kleinen, das sind Rapsglanzkäfer. Ich denke, ja. Ja, die sind sehr häufig bei uns. Sehr verbreitet und auch nicht besonders beliebt, oder? Nein, gar nicht. Die kleinen Dinger da. Ja, wir sehen sehr schön den Größenvergleich. He? Also die Biene ist etwa 1 cm und der Käfer etwa gleich groß. Ja, die sind etwa gleich lang. Hier kommt schon wieder ein anderer Käfer. Ich konnte nicht erkennen, welcher. Und hier, das war für uns erstaunlich, wir wussten nicht, machen die jetzt einen Dreier hier? Es war gar nicht klar, was hier passiert. Ich denke, ihnen war es auch nicht so richtig klar. Einerseits war wahrscheinlich das Weibchen interessant, aber andererseits das Fressen interessanter. Vielleicht gab es auch einen Mangel von Weibchen. Aber es sieht nicht so aus, als... Ich denke, sie kämpfen da irgendwo um den Futterplatz. Vielleicht sind es noch junge Wilde. Ja, das kann sein. Ja, also wir haben lange beobachtet und es ist eigentlich nicht viel mehr geschehen als das, oder? Nein, nichts passiert. Die Blüte ist halt relativ klein für diese 3 Käfer. Ja, das war's schon. Bis später. Bis dann.